Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. DDR-Ministerpräsident Modrow hat heute der Opposition weitreichende Mitwirkungsmöglichkeiten angeboten. In einer Regierungserklärung vor der Volkskammer in Ost-Berlin forderte er die neuen Parteien und Bewegungen auf, durch kompetente Persönlichkeiten an der Regierungsarbeit unmittelbar und verantwortlich teilzunehmen. Doch für dieses Angebot hat Modrow von der Opposition bereits klare Absagen erhalten. Mit Nachdruck vertrat der Regierungschef in seiner Rede die Ansicht, dass bei der anstehenden Volkskammerwahl Chancengleichheit gewährleistet sei. Die Parteien in der Bundesrepublik warnte Modrow vor einer Einmischung in den Wahlkampf. Aus Ost-Berlin Erhard Thomas. Volkskammer, was für ein Jammer, riefen rund 20.000, die sich vor 2 Stunden zu einer dichten Menschenkette um das Volkskammergebäude versammelt hatten. Sie sangen und skandierten Sprüche, die sich gegen einen neuen Verfassungsschutz, gegen Sonderzahlungen an ehemalige Stasi-Beamte, vor allem aber gegen die anhaltende Vorherrschaft der SED richteten. Mit spürbarer Spannung hatten am Vormittag die knapp 500 Volkskammerabgeordneten auf die kurzfristig anberaumte Regierungserklärung von Hans Modrow gewartet. Wie wird, so fragte man sich, der Regierungschef auf die scharfe Kritik der Opposition und die Mahnungen aus dem Koalitionslager reagieren? Spekulationen, dass er die Vertrauensfrage stellen würde, erwiesen sich als falsch. Er zog vielmehr eine positive Bilanz und sieht sich selbst als legitimen Regierungschef bis zu den Wahlen am 6. Mai. Ich kann mich nicht entsinnen, durch einen Staatsstreich Ministerpräsident geworden zu sein. So verschaffte er sich erst einmal Luft und bei einigen auch Respekt. Die historische Chance der demokratischen Revolution, so Modrow, dürfe nicht verspielt werden. Den Oppositionsgruppen bot er weitreichende Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Regierungsarbeit an. Er verwahrte sich aber gegen jegliches Vetorecht, zum Beispiel durch den runden Tisch. Modrow hält auch an dem umstrittenen Plan fest, einen neuen Verfassungsschutz in der DDR aufzubauen. Internationale Erfahrung lehrt, dass es neben der Armee und der Polizei verfassungsmäßige Dienste geben muss, die mit spezifischen Mitteln Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit zu gewährleisten haben. Dazu sind der Nachrichtendienst der DDR unter Verfassungsschutz unter ziviler Leitung bestimmt. Die Opposition reagierte zurückhaltend bis kritisch auf Modrows 90-minütige Ausführungen. Noch während er sprach, traten 500 Bauarbeiter in den Warnstreik und marschierten Richtung Volkskammer. Sie forderten die Enteignung der SED und protestierten ebenfalls gegen die Sonderzahlungen an ehemalige Stasi-Mitarbeiter. Warnstreiks wie diese häufen sich inzwischen in der DDR. Die Aussprache über die Regierungserklärung von Modrow überträgt das erste deutsche Fernsehen morgen Vormittag von 9 Uhr an. Die Absicht von Modrow, an der Schaffung eines Verfassungsschutzes festzuhalten, wird möglicherweise zu einem Scheitern seiner Koalitionsregierung führen. Die Liberaldemokraten erklärten, sie und die CDU in der DDR würden dies nicht mitmachen. Nach Auffassung der Opposition in der DDR hat die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten den Menschen keine Hoffnung vermitteln können, wie der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs Schnur sagte. Stefan Finger von der Sozialdemokratischen Partei der DDR hielt Modrow vor, keine neuen Signale an die Adresse der Opposition gesandt zu haben. Bundeskanzler Kohl äußerte erhebliche Zweifel daran, dass die von Modrow genannten Reformanstöße in der Wirtschaftspolitik ausreichten. Gegenüber dem ZDF hielt er dem SED-Politiker vor, keine klaren Perspektiven wie etwa die Regierungen in Polen und Ungarn aufgezeigt zu haben. Für die SPD erklärte der deutschlandpolitische Fraktionssprecher Büchler gegenüber der Kölner Tageszeitung Express, Modrow habe lediglich versucht, sich bis zum Wahltermin im Mai durchzulavieren. Der CSU-Vorsitzende, Bundesfinanzminister Weigel, trifft sich morgen Vormittag in Ost-Berlin mit Modrow. Zu Gesprächen mit politischen Gruppierungen und Parteien in der DDR reist morgen auch die CSU-Landesgruppe nach Leipzig. Sie hatte ihre Klausurtagung heute in Wildbad Kreuz begonnen. Die Wetterfahne zeigte nach Osten und damit die Richtung an. Anders als sonst war Wildbad Kreuz für die Bundestagsabgeordneten der CSU diesmal nur Durchgangsstation.
Morgen, in aller Früh, machen sich die Abgeordneten auf den Weg nach Leipzig, um ihre Klausurtagung dort fortzusetzen. Schwerpunkt: Gespräche mit unionsnahen Oppositionsgruppen. Will die CSU vor Ort die Gründung einer neuen Partei betreiben? Das müssen diese Gruppierungen selbst tun. Das werden sie, glaube ich, auch tun. Es gibt sehr viele lokale und regionale solche Gliederungen und Gründungen. Wir sind mit ihnen in Kontakt. Wir geben ihnen auch Rat. Aber ich halte es jetzt für notwendig, ihnen auch morgen und übermorgen zu sagen, dass ihr Zusammenschluss notwendig ist, dass die Bündelung der Kräfte notwendig ist. Doch Modrow und die SED wollen die Opposition von westlicher Wahlkampfhilfe abschneiden. Sehr zum Zorn des CSU-Vorsitzenden. Erstens hat die SED ja in der Vergangenheit sehr viel vom Ausland profitiert, nicht zuletzt von Moskau. Sie hat sich ja auch nicht gescheut, Parteien in der Bundesrepublik Deutschland zu unterstützen oder in West-Berlin. Und wer sich so auf Kosten des Staates etabliert hat, der hat kein Recht, anderen vorzuschreiben, von wem sie Hilfe erbitten, wenn dies demokratisch und offen und transparent erfolgt. Morgen Vormittag bei seinem überraschenden Besuch in Ost-Berlin will Weigel den DDR-Ministerpräsidenten Modrow persönlich mit der CSU-Kritik an der gegenwärtigen SED-Linie konfrontieren. Erst danach reist Weigel nach Leipzig. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Lafontaine hat heute Bundeskanzler Kohl vorgeworfen, für den anhaltenden Übersiedlerstrom aus der DDR mitverantwortlich zu sein. Kohl weigere sich zu handeln, statt die, so Lafontaine im Deutschlandfunk, großzügigen Sozialleistungen für Übersiedler zu beseitigen. Damit trage der Kanzler indirekt zu Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot in der Bundesrepublik bei. CDU-Generalsekretär Rühe hielt daraufhin Lafontaine vor, sich als so wörtlich Schönhuber der SPD profilieren zu wollen. Die Äußerungen Lafontaines zeigten zudem die ganze Konfusion der Sozialdemokraten in der Deutschlandpolitik. Der frühere Devisenbeschaffer der DDR, Schalk Golodkowski, ist nach Angaben des Westberliner Generalstaatsanwaltes Schulz unter anderem auch deshalb nicht an die DDR ausgeliefert worden, weil er Oberst des gefürchteten Staatssicherheitsdienstes war. Dies teilte Schulz heute vor dem Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses mit. Schalks Rechtsanwalt Dankert forderte deshalb Strafanzeige gegen Schulz wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen. In der heutigen Volkskammersitzung sind auch drei neue Regierungsmitglieder gewählt worden. Der Liberaldemokrat Professor Kurt Wünsche wurde Justizminister, Peter Diederich von der Bauernpartei Minister für Umweltschutz, neuer Vorsitzender der staatlichen Planungskommission, die demnächst durch ein Wirtschaftskomitee beim Ministerrat ersetzt werden soll, wurde Hans-Joachim Lauck von der SED. Außerdem wurde mit Hans-Jürgen Josef, ebenfalls SED, ein neuer Generalstaatsanwalt bestimmt. Er ist erst 39 Jahre alt. Die Abgeordneten der Volkskammer verabschiedeten zudem das neue Reisegesetz, das die seit November geltende völlige Reisefreiheit der DDR-Bürger festschreibt. Der frühere Visumzwang ist nunmehr aufgehoben. Jedermann hat Anspruch auf einen Reisepass. Auch regelt das neue Gesetz die Ausstattung mit Devisen. Hunderttausende Litauer haben heute für die Unabhängigkeit der sowjetischen Baltenrepublik demonstriert. Staatsparteichef Gorbatschow versucht seit heute in der Hauptstadt Vilna, die bereits beschlossene Abspaltung der litauischen Kommunisten von der KPDSU zu verhindern. In ganz Litauen läuteten heute Abend die Glocken, die Menschen haben Kerzen angezündet, dann war für 15 Minuten Stille. Das ist ein Signal für Gorbatschow. Litauen will friedlich seine Unabhängigkeit erreichen. Kerzen und Glocken sind aber auch ein anderes Zeichen, Erinnerung an 50 Jahre Unterdrückung durch die Sowjets, so sehen es die Litauer. Gorbatschow sieht das anders. Mit all seinem Einsatz versucht er Litauen vom Austritt aus der Sowjetunion abzuhalten. Mutig geht er auf die Straße und diskutiert. Und immer wieder kommt er auf den Punkt zurück, der ihn umtreibt. Der Zerfall seines Landes und die Stabilität in Europa. Er mahnt eindringlich, wenn wir uns auseinander dividieren lassen, dann stehen große Gefahren bevor. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, in einem gemeinsamen Hause wohnen. Aber er gibt auch eindeutige Signale. Er legt Blumen am Lenin-Denkmal nieder. Gorbatschow will an der Einheit der Gesamtpartei KPDSU festhalten. Ein Kompromiss aber scheint schwer. Heute trafen sich Hunderttausende auf dem Platz der Kathedrale. Am Tag des Besuchs des Staats- und Parteichefs aus Moskau gab es nur eine Parole: Unabhängigkeit für Litauen. Drei Tage hat sich Gorbatschow vorgenommen, um eine Lösung zu finden. Es ist der längste Besuch in einer sowjetischen Republik. In diesen Stunden ist Litauen zum Brennpunkt der Sowjetunion geworden.
Wenn Michail Gorbatschow hier sich nicht durchsetzt, dann werden andere Teile des Landes dem Beispiel Litauens folgen und zuerst die Partei und dann die Republik unabhängig erklären. Das wäre dann das Ende des Michail Gorbatschow. Die orthodox-kommunistische Führung Albaniens hat heute ihr Festhalten am alten Kurs bekräftigt und jede Reform strikt abgelehnt. Zum 44. Jahrestag der Gründung der Sozialistischen Volksrepublik bezeichnete das Parteiblatt den Reformkurs von Staats- und Parteichef Gorbatschow als für Albanien nicht annehmbar. Gestern hatte die Zeitung im Exil lebende Albaner beschuldigt, im Lande einen Aufstand zu schüren. Die jugoslawische Zeitung Politika berichtete heute, nach schweren Unruhen sei in der zweitgrößten albanischen Stadt Shkodër der Ausnahmezustand verhängt worden. Auch in der Hauptstadt Tirana werde der Amtssitz von Staats- und Parteichef Alija schärfer bewacht. Die Preise für die Lebenshaltungskosten sind auch im Dezember gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Teuerungsrate um 3% über dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Mit 56% war der Preisanstieg bei leichtem Heizöl am stärksten, aber auch für Lebensmittel mussten die Bundesbürger tiefer in die Tasche greifen. Im November hatte die Rate 2,9 und im Oktober 3,1% betragen. Die Bundesregierung will den Kampf gegen das Rauschgift erheblich verschärfen. Im vergangenen Jahr sind 975 Menschen nach dem Konsum von Drogen gestorben. Das sind 45% mehr als 1988. Außerdem weist der Drogenbericht aus, dass 80 bis 100.000 Personen abhängig sind. Rauschgift im Handelswert von 20 Millionen Mark hatte Bundesinnenminister Schäuble heute aufgetischt, um die gefährlich verschärfte Drogensituation zu illustrieren. Zwar gelingt es der Polizei, immer mehr Rauschgift zu beschlagnahmen, aber das besagt wenig. Es kommt auch immer mehr ins Land und immer mehr Bundesbürger gehen daran kaputt. Konsequenz für den Minister, er will den Kampf gegen die Drogenbanden weiter verschärfen. Dazu gehören mehr Entwicklungshilfe für die Drogenanbauländer, mehr Aufklärung der Öffentlichkeit und mehr Polizisten, aber vor allem neue Spielräume für die Polizei. Nicht erst bei konkretem Tatverdacht, sondern schon vorher soll sie mit systematischen Rasterfahndungen gegen die Drahtzieher des Drogengeschäfts ermitteln können. Um organisierte Strukturen rechtzeitig zerschlagen und an der Ausführung von Straftaten hindern zu können, muss bei den der Polizei ja oft bekannten Drahtziehern Personen und nicht nur tatbezogen angesetzt werden können. Rechtspolitisch, so der Minister, wäre dieses Vorgehen zwar heikel, aber es sei notwendig, weil herkömmliche Ermittlungsmethoden gegen die organisierte Kriminalität nicht wirkten. Am empfindlichsten würden die Banden getroffen, so Schäuble, wenn man ihre illegalen Gewinne abschöpfe. Die hierzu von der Bundesregierung geplanten Gesetze jedoch gehen nicht so weit wie die in den USA. So sollen die deutschen Banken nur freiwillig an der Aufdeckung der sogenannten Geldwäsche mitwirken. Eine freiwillige Mitarbeit bietet eine sehr viel bessere Chance der Wirksamkeit als eine gesetzlich verordnete. Wir haben aber immer gesagt, wir werden auch gesetzgeberische Schritte nicht ausschließen, wenn freiwillige Maßnahmen nicht reichen würden. Mehr als auf alle Kontrollen komme es aber darauf an, das Rauschgift gesellschaftlich zu ächten, damit nicht immer wieder neue Konsumenten nachwachsen. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. Januar. Das Satellitenbild von heute früh zeigt den größten Teil Deutschlands unter einer Nebel- und Hochnebeldecke. Ursache dafür ist das umfangreiche Hoch mit Schwerpunkt über Jugoslawien, das seine Lage und Stärke nur wenig ändert. An seiner Nordseite ziehen atlantische Tiefausläufer in rascher Folge ostwärts und streifen dabei den äußersten Norden Deutschlands. Die Vorhersage für morgen. Im Süden, vor allem in den höheren Lagen, zum Teil sonnig. Sonst überwiegend bedeckt oder neblig trüb und vor allem im Norden gelegentlich etwas Sprühregen. Tiefsttemperaturen im Norden um 5, im Süden 0 bis minus 5, südlich der Donau örtlich bis minus 15 Grad. Höchsttemperaturen im Norden 5 bis 9, sonst minus 1 bis plus 4 Grad. Schwacher, im Norden mäßiger bis frischer Wind aus Südwest. Die weiteren Aussichten: am Samstag im Norden zeitweise Regen, sonst wenig Änderung.
In den Mittelgebirgen ist nach wie vor mangels Schnee kein Wintersport möglich. Lediglich im Bayerischen Wald, wo in den höheren Lagen eine Schneedecke von 20 bis 40 Zentimeter angetroffen wird, bestehen ausreichende Wintersportbedingungen. In den Bayerischen Alpen sind die Wintersportmöglichkeiten nur in den Hochlagen, wo 30 bis 100 Zentimeter Schnee gemessen werden, gut. In den nächsten Tagen werden bei andauerndem Hochdruckeinfluss kaum Niederschläge erwartet. Das meist sonnige und relativ milde Wetter hält an. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin Berichte über Modrow und die Blockparteien, Gorbatschow und die Litauer sowie die flinke Feder eines deutschen Bestsellerautors.